Sechs Whisky bist du einfach unerträglich. Aber ich hab doch gar keine sechs Whisky getrunken. Aber ich. This is a sound of sea. A sound which creates a new dimension. This is a new style of music. This is a sound of sea. This is a sound of sea. Which creates a new dimension. This is a new style of music. Hadi, wo geht's? Na, sollte der eine oder andere kleine Elemente von Mars und Pump Up the Volume erkannt haben, kann gar nicht angehen. Das ist was ganz Neues. Das ist New Beat aus Belgien. Und jetzt kommt Leanne Ross, die fühlt sich richtig gut, hat anscheinend keine Schniefnase, so wie ich. Leanne Ross, feel so good. Feel so good, oh so good. I really feel so good.
sagen Sie, sind Sie denn vollkommen verrückt geworden? Mit 80 durch die geschlossene Ortschaft. Aber Herr Wachtmeister, das ist doch bloß der Hut, der mich so alt macht. So, und Sie können mir jetzt den Informanten reinschicken und sich für den Rest des Tages frei nehmen. Let's go back in time. Hey, remember this one? It's a hit from way back when. A smash from years ago. The golden oldie. Und jetzt die Bastelanleitung. Wie mache ich mir einen Oldie? Man nehme einen Titel aus den deutschen Charts, ganz oben. Something's gotten hold of my heart. Man erinnere sich, wann war der schon mal? Und man suche das Original heraus. Hier ist es. Gene Pitney aus dem Jahr 1968. Something's gotten hold of my heart. Another season gone. Don't know where I'm going. Are you gone wrong? Full of sentimental stories. Once in a lifetime. Once in a day. Once in a while. I'm taking the blame. Major Lost? Jawohl. Sie haben Wasser. Da, das habe ich immer gesagt. Zu viel Eis im Whisky. You treat me wrong, never mind.
heiße Erwin Lottermann und habe bei den Eurotops gewonnen. Zuerst fahre ich mit der Platte zum Südpol und danach und eröffnet meine Tochter mit... Okay, wer hat gewonnen, Anke? Ich bin ein Musikladen Eurotops-Fan, was hier steht. Das ist zwar nicht unbedingt die Lösung, aber Berit Andersen hat die Lösung draufgeschrieben. Cold Cut, richtig. Hadersleben, Dänemark, da kommt sie weg. Ja? Gewonnen hat jemand aus 7513 Stutensee 1, und zwar Andreas Spoljaric. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Richtige. Und ein Telegramm hat uns erreicht von Annette Bester aus Zerbst. Michaela Nöth aus 8740 Bad Neustadt. Gewonnen. Saskia Weltermann aus Eggermühlen hat auch die richtige Lösung. Kolkert, dort war die Dame Yes früher. Das war übrigens die Quizfrage. Bianca Brandt aus 3501 Zierenberg 2. Gewonnen. Last not least Kai-Ove Tiedemann aus Husby. Heißt das Husby? Ja, ja, ne? Ja, hat auch gewonnen. Nicht last not least. Jetzt kommt nämlich das letzte Telegramm, was uns erreicht hat. Aus Magdeburg von M. Ja, ich sag mal einen Nachnamen. Nicht? Auch gewonnen. Platte ja. Kommt an. So, und jetzt The V-Papa Girl Rapper. Das, und das hat mit dem nächsten Quiz zu tun. Need the most, only you can deliver. You're my soulmate. It's a fatal attraction that I can't resist. When we are alone, I try my best to explain how I feel inside, because we're two of the same kind of people who need each other. I want to have more need, you as my lover, because being tja, was haben die Girls nun mit dem Quiz zu tun? Danke. Uli? Intelligente Frage. Ganz einfach zu beantworten. Die Wee Pepper Girl Rappers sind auch drauf. Auf dieser Platte mit lauter Acid-Mega-Mixes. Außerdem dabei Ofra Haza, Bapi Lahiri, Mega Hip, Mandy Sinita, Tikoi, Los Reyes. Was ja, noch yes alles? Yes und Yellow. Ja, und auch da kommen wir zu unserer nächsten Quizfrage. Ui, du sollst dich immer alles nur verraten, Mensch. Ich? Ja, und die Quizfrage lautet nämlich, woher kommen Yellow eigentlich? Woher kommen aus denn? Welchem Ländle? Ja, woher kommen sie denn? Antwort auf eine Postkarte an diese Adresse. Übrigens verlosen wir diese Platte 100 Mal. Das nur noch zur Information. An 100 verschiedene Gewinner, ne? Weiter geht's mit Paula Abdul. Straight up. Right. Über dieses Abtreten. Nein. Also unsere Familie lässt sich bis zu Karl dem Großen zurückverfolgen. Ja. Wie alt ist denn Ihre Familie? Das weiß ich nicht. Unsere Familienunterlagen sind bei der Sintflut verloren gegangen. Zu Gast jetzt im Musikladen Eurotops Studio Fritz und Toni von der Rockgruppe City. Und City kommt aus der City Berlin, und zwar Berlin-Ost. Ihr seid aber nicht das erste Mal zu Gast hier im Westen. Viele kennen euch vielleicht noch von 1978 her, vom Hit Am Fenster. Da waren sie auch zum ersten Mal hier in der Bundesrepublik auf Tour. Aber besonders bekannt seid ihr natürlich in der DDR, und da tut ihr, glaube ich, auch eine ganze Menge für. Ne? Ihr tourt viel, habt ihr mir vorhin erzählt. Wie oft seid ihr etwa auf Tour? Ja, wir sind permanent auf Tour in der DDR und spielen jetzt in letzter Zeit ca. 100 Mal im Jahr. 100 Mal im Jahr, das ist echt eine ganze Menge. Also so hier im Westen ist es eigentlich anders. Aber ihr müsst euch praktisch von den Touren ernähren. Hier ist es ja eher so, man macht eine Platte und wartet auf die Lorbeeren, tourt vielleicht ein bisschen rum und das war's dann. Ne? Aber ja, ihr müsst euch praktisch von den Touren ernähren. Das ist bei uns völlig anders, ja. Aber ihr seid so populär, dass ihr auch eine ganze Menge toller Titel erobert habt in der DDR. Was war das jetzt? Ja, im letzten Jahr haben wir eine ganze Menge bekommen. Also hatten wir den Hit des Jahres, den Disco-Hit des Jahres, Platte des Jahres und Band des Jahres. Und was war dieser Titel des Jahres und Disco-Titel? Was war das für eine? Casablanca ist der Titelsong der gleichnamigen LP, die in der DDR und auch hier in der Bundesrepublik rausgekommen ist. Ihr wollt jetzt demnächst in Kuba touren, habe ich gehört. Ja, da freuen wir uns natürlich schon drauf, jetzt bei der Jahreszeit. Da werden die Leute natürlich besonders gut den Text verstehen. Ne? Habt ihr da ein bisschen Angst vor oder wie geht ihr damit um? Nee, davor haben wir eigentlich keine Angst. Also uns ist klar, dass da natürlich eine soziale Botschaft überhaupt nicht rüberkommt. Da geht es dann nur noch über die Musik und da kann man das gleich mal überprüfen. Aber andererseits, ihr habt ja, das finde ich auch ganz erstaunlich, sogar in Griechenland einen Nummer 1 Hit, ne? In Griechenland haben wir auch eine goldene Schallplatte bekommen für eine deutschsprachige LP. Ja, und das war welche? Am Fenster. Auch Am Fenster. Das war sozusagen euer populärstes Stück. Korrekt, ja. Seit 16 Jahren seid ihr nun mittlerweile zusammen. Könnt ihr euch vorstellen, auch noch mit 70 zusammen auf der Bühne zu stehen? Also eigentlich ja. Ich meine, das ist nur eine Frage, dass man selber für sich eine Motivation hat, weiterzumachen und dass man irgendwie künstlerisch glaubwürdig bleibt und dass das Publikum es irgendwie annimmt. Und bis jetzt sind wir eigentlich guter Dinge. Was ist denn eure Motivation speziell? Für wen macht ihr die Musik? Das kann man so direkt nicht sagen. Wir machen die Musik eigentlich für uns. Und freuen uns darüber, wenn da sich noch ein paar Liebhaber finden,
die das auch noch gut finden, ne? Mhm. Und umso mehr, umso besser. Aber so eine Zielgruppe in dem Sinne haben wir nicht. Mhm. Okay, wir wollen jetzt auch ein bisschen was von euch hören, nicht nur über euch reden. Könnt ihr vielleicht nur ein paar Takte sagen zu dem Titel, den wir gleich sehen und hören? Berlin? Ja, dieser Titel heißt Irre führen, zum Beispiel Susanne. Mhm. Er hätte vielleicht doch besser Berlin heißen sollen. Aber so ist diese Erklärung vielleicht. Ja, siehst du, ich habe auch gerade selbst Berlin gesagt, ja. Ja. Weil Berlin immer die Hauptzeile ist. Ja. Ja, das ist unsere Sicht auf Berlin. Okay. Ich kenn den Friedhof hinterm Gaswerk, wo's nach Teer und Efeu roch. Ich kenn den Wind beim Trümmerbunker und meinen Drachen seh ich noch. Verboten dicht am Schornstein fliegen, der sich zu Stalins Ehren streckt. Die Mauern, über die wir stiegen, waren grau und weiß vom Taubendreck. Berlin! Berlin! Noch die Straßenbahnen bis an den Streifen Niemandsland, wofür die armen Zonenkinder ein Wanzenkino offen stand. Heute seh ich vom Balkon bei Mutter da drüben den Mercedes-Stern. Reklame für McDonalds Futter und Türken, die die Straße kehren. In Berlin. In Berlin. In Berlin. Manches Neugeboren, so zum Beispiel du, Susanne, in Berlin. Seid ihr ein bisschen überrascht wegen solcher Klänge in Musikladen Eurotops?
dann kennt ihr uns wahrscheinlich noch nicht gut genug, denn bei uns müsst ihr wirklich auf alles gefasst sein. Nicht nur Diss und Co., bei uns gibt's zum Beispiel auch Gags. Gut. Ich habe dir ein Apartment eingerichtet, einen Nerzmantel, einen Brillantring gekauft und einen Sportwagen. Aber dass du jetzt auch noch eine elektrische Schreibmaschine willst, das geht zu weit. Ja, jetzt kommt Leben in die Schachtel. Living in a Box mit ihrer neuesten Blow the House Down. Das Neueste aus England, Garage Sound, und die Größe in ihrer Art ist Diva mit Respect. Sammy Fox hat es sich nie getraut, mir persönlich zu sagen, jetzt hat sie es endlich gesungen. I only wanna be with you. Two-Card, House of the Tripping Sun. Blondie hat sich neu vertont, Dinning Dinnie. Jetzt kommt der Klopfer, der momentan alle Diskotheken aufräumt, Eddie Cochran. Wir können jetzt nicht einfach so anfangen von Lappen. Arriba el moral, arriba el moral, arriba.
verraten. Wieso glauben Sie, dass Liebe eine schlimme Krankheit ist? Da müssen immer gleich zwei ins Bett. Aufhören, wenn es am schönsten ist. Tja, Baus auch. Übrigens, jeder, der die Eurotops gesehen hat, hat die Verpflichtung, eine Karte zu schreiben an diese Adresse. Ja? Dort steht sie. Ja, zum Quiz. Okay. Ja. Anke, wir beide haben eine Verabredung. Am 11. April in Hessen 3 um 18.33 Uhr. Und schon am 10. April auf N3 um 21 Uhr zur gewohnten Zeit. Und ihr seid dabei, okay? Ciao. Ciao.